Zum Saisonauftakt in der Landesliga Ost setzte der VfR Frankenthal ein Ausrufezeichen im Ostpark. Er empfing die Mannschaft in Rot von Wormatia Worms 2. Beim VfR ist mit Axel Bickert ein zweiter Mann neben Chris Kempfert in die sportliche Leitung installiert worden und mit Jürgen Glotz hat ein Regionalliga-erfahrener Trainer die Mannschaft im Sommer übernommen. Die Mannschaft hat bis auf 1-2 Spieler das gleiche Gesicht wie im Aufstiegsjahr 2012-2013, aufgestockt durch einige Jugendspieler aus der eigenen Jugend. Wormatia Worms hat eine sehr junge Mannschaft für die Saison 2014-15 zusammengestellt. Trainiert wird diese Mannschaft von Nils Magin. Den ersten Warnschuss setzten dann auch die Gäste, allerdings ohne große Gefahr für Niklas Wiegand. Das erste Ausrufezeichen des VfR sahen die Besucher nach diesem Eckball und der Kopfballverlängerung, die knapp am langen Pfosten vorbeiging. Nach katastrophalem Abwehrfehler der Wormatia schaltete Fabrizio Moncada blitzschnell, spielte den Pass in die Schnittstelle. Gary Hassa ließ ihn durch auf Flo Kaiser und er erzielte in der 15. Minute das 1:0. Nicht ganz sattelfest zeigte sich die Frankenthaler Abwehr in dieser Szene. Hier hatten sie Glück, dass dieser Ball an den Pfosten ging und von da in die Arme von Niklas Wiegand. Nach Angriff über die rechte Seite hatte Uwe Rebholz das 2:0 auf dem Fuß. Vielleicht wäre es besser gewesen, den Ball hereinzuspielen. Hinterher ist man immer schlauer. Im ersten Durchgang war die U23 der Wormatia noch bemüht, man muss jedoch sagen, ohne zwingend zu sein. Auch hier der Abschluss war zu harmlos, um Niklas Wiegand im Tor des VfR Frankenthal zu bezwingen. Die Begegnung nähert sich der Halbzeitpause, gespielt sind 40 Minuten. Als Niklas Wiegand nochmal sein ganzes Können aufwarten muss, um diesen Schuss der Wormatia zu entschärfen. Fabrizio Moncada kommt an den Ball, macht das Spiel schnell durch einen Doppelpass mit Flo Kaiser. Er spielt weiter auf Gary Hassa. Der Frischling aus der eigenen Jugend legt ab auf Flo Kaiser. Der schwach abgewehrte Ball kommt zu Ramazan Öztürk. Der wiederum legt ab auf Uwe Rebholz und dessen Schuss landete am langen Pfosten. Von dort über einen Wormatia-Spieler ins Gästetor. Das war das 2:0 und gleichzeitig der Halbzeitstand. Die Zuschauer konnten zufrieden sein, zumindest wenn sie für den VfR Frankenthal waren. Die Wormatia waren definitiv in der Offensive nicht durchschlagskräftig genug und in der Abwehr immer wieder anfällig gegen die Schnittstellenbälle des VfR Frankenthal. Das erste Sehenswerte im zweiten Durchgang hatten die Wormatia zu verzeichnen durch diesen Fernschuss aus der zweiten Reihe. Jedoch, es sieht gut aus, aber so ist Wiegand im Frankenthaler Tor eher schwer zu knacken. Wir erinnern uns an die Anfangsphase der Begegnung, Eckball, Kopfballverlängerung am Tor vorbei. Wir schreiben die 56. Spielminute, die gleiche Variante mit den gleichen Protagonisten. Flo Kaiser brachte die Ecke herein und Chris Korosch verlängerte und diesmal ins Netz der Wormatia zum neuen Spielstand von 3:0. Die nächste gute Gelegenheit hatten erneut die Frankenthaler. Vorausgegangen war dieser Freistoß aus dem Halbfeld, der abgewehrt wurde und der abgewehrte Ball kam zu Flo Kaiser. Er setzte an zu einem Dribbling und erneut sah die Abwehr der Wormatia sehr schwach aus. Trotz Überzahl am Ballführer konnten sie sich nur durch Foulspiel helfen und das auch noch in aussichtsreicher Situation für die Frankenthaler. Das war natürlich eine klare Sache für Gary Hassa, allerdings er scheiterte am Torhüter der Wormatia. In der 76. Minute war es dann soweit, wieder ein Ball durch die Schnittstelle und der Youngster aus der eigenen Jugend, Gary Hassa, er erzielte das 4:0.
In der letzten Spielminute, es wurde nicht mehr angepfiffen, setzte Dennis Weber den Schlusspunkt mit dem 5:0 für den VfR Frankenthal. Mit diesem Ergebnis, aber auch wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist, unterstreicht der VfR Frankenthal einmal mehr seinen Favoritenstatus. Wir hören noch die Stimmen beider Trainer. Ja gut, dass ich mir meinen Einstand anders vorgestellt habe, das denke ich ist selbstredend. Ja, ich denke, wir haben heute viel Lehrgeld gezahlt, gerade in der ersten Halbzeit. Wenn man schon 2-0 in der Halbzeit zurückliegt, auch jetzt nicht unbedingt, dass der Gegner jetzt spielerisch das erzwungen hätte, sondern dass wir einfach aufgrund der Fehler, die wir da gemacht haben, eben dann 2-0 im Rückstand sind. Da ist es natürlich schwer, wieder ins Spiel zurückkommen. Was ich der Mannschaft vorwerfen muss, ist, dass wir zweite Halbzeit uns nicht mehr genug gewehrt haben. Da haben wir nicht mehr genug an uns geglaubt und ja, und so ein bisschen ergeben und dementsprechend kommt vielleicht das Ergebnis dann auch zustande, was vielleicht im Endeffekt nach meiner Meinung zumindest ein bisschen hoch ausfällt. Aber ja, dass wir Lehrgeld bezahlen, das wird auch noch öfter die Saison der Fall sein, das ist so, da wir haben halt eine sehr junge Mannschaft und da muss man im Dreschen gut, wie gesagt, das Spiel haken wir jetzt heute ab und nächste Woche geht es dann weiter. Ja gut, wenn man in der Höhe gewinnt, ist man schon zufrieden. Ja, das erste Spiel weiß man nie, wo man steht. Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung, haben da auch höherklassige Mannschaften gewonnen und da ist natürlich auch irgendwo so ein bisschen Euphorie bei den Zuschauern, bei den Spielern. Ja, dann musste man erstmal die Woche wieder auch die Jungs ein bisschen runterholen und das hat uns, sagen wir, ist uns ganz gut gelungen. Wir hatten am Anfang, hat Marzia da schon auch ein bisschen Leben gemacht. Die ist eine junge Mannschaft, die wird auch ihren Weg gehen. Ich habe gesagt, wir müssen Ruhe bewahren. Irgendwann werden wir zugeschlagen. Das hat nach Viertelstunde geklappt. Und dann hat man schon gemerkt, dass irgendwo ein 2-0 fallen wird. Ja. Hat ein bisschen Glück gehabt bei einer Situation. Und Niklas hat dann einen schönen Ball gehalten von Aslan. Ich denke, in der ersten Halbzeit waren sie gefährlich. In der zweiten Halbzeit war ja fast gar nichts mehr von Worms zu sehen in der Offensive. Ja, wenn man da noch ein bisschen das besser ausspielt. Ja, aber wir haben Mittwoch einen Pokal. Da müssen wir wieder ran und die Kraft brauchen wir. Und ich denke, die Jungs haben das gut gemacht. Bin eigentlich zufrieden. Endstand in diesem Meisterschaftsspiel war 5:0 für den VfR Frankenthal.